Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es wieder mal um die Weiterentwicklung der Marktkommunikation in der deutschen Energiewirtschaft und zwar das Thema AS4-Kommunikation. Wir hatten die Konsultation Ende März, also irgendwann im April haben wir das Video wahrscheinlich rausgebracht, schon mal angesprochen, dass die Übertragung der Marktkommunikation in Zukunft nicht mehr als E-Mail-Anhang laufen soll, sondern als Webservice. AS4 ist da das Stichwort dahinter. Das haben wir schon mal grob zusammengefasst und mittlerweile ist diese Konsultation also durchgelaufen und jetzt kam die erste Veröffentlichung, die Mitteilung Nummer 1 zur Festlegung der zur künftigen Absicherung der elektrischen Marktkommunikation Strom bei der Bundesnetzagentur. Hier sind zwei Dokumente verlinkt, die vom BDEW, also den Branchenverbänden, entwickelt worden sind. Und hier wird im Weiteren darauf hingewiesen, dass es also langsam aber sicher losgehen muss mit den Vorbereitungen. Aber erstmal können immer noch Stellungnahmen zu diesen Dokumenten abgegeben werden, nämlich bis zum 24. Juni. Das sind also noch ein paar Tage von der Veröffentlichung dieses Videos aus. Und gerne hier darauf beachten, dass auch diese Stellungnahmen veröffentlicht werden können. Wenn ihr da was zu sagt, dann gerne entweder schwärzen oder dazu schreiben, dass ihr das nicht veröffentlicht haben wollt, wenn ihr das nicht wollt. Okay. Also, in Zukunft wird dann der verbindliche Stand noch veröffentlicht werden. Jetzt geht es erstmal noch um die Entwürfe, die Vorschläge von den Branchenverbänden oder vom BDEW. Einmal hier Regelungen zum Übertragungsweg und andererseits die immer wieder wichtige Veröffentlichung Einführungsszenario. So, wir gehen erstmal in das Einführungsszenario. Das ist nämlich nur 6 Seiten lang. Wie sieht es hier aus? Wir wollen ja vor allem die Übergangsphase des Parallelbetriebs uns anschauen, denn jetzt aktuell oder jetzt ab nächsten Monat muss erstmal nur geplant werden, wie wollen wir überhaupt dorthin kommen. Wenn ihr im Hintergrund so ein Schnupsen hört, mein Bürohund frisst gerade natürlich direkt neben mir seinen Snack, nicht wundern also. Und ansonsten wird danach getestet und so langsam sicher das IT-technisch weiter umgesetzt und dann ab Oktober muss die AS4-Kommunikation auch schon stehen und ein halbes Jahr lang parallel zur alten klassischen E-Mail-Übertragung AS2 laufen. Und dann ab dem 1. April 24 verpflichtend nur noch AS4, nur noch Webservice. Okay, dieses Einführungsszenario hier soll diese Übergangsphase weiter beschreiben. So, dann erstmal natürlich wie immer Voraussetzungen, ja, alle können prinzipiell AS4, alle können immer noch AS2, im Großen und Ganzen beides empfangen, sind in der Lage, den Versand auf AS4 umzustellen. Und können also mindestens testen, ob AS4 funktioniert, können den Wechsel auf AS4 anstoßen und können dann eben auch das weitere Versenden von Inhalten hier umsetzen. Das sind so die Voraussetzungen, die hier beschrieben werden. So, Umstellung des Übertragungsweges. Da wird halt gesagt, ne, man muss halt einen Webservice schlussendlich aufbauen. Am Ende des Tages ist es nichts anderes als ein Online-Portal, welches dann nachher Daten zur Verfügung stellt, die ich als Empfänger mir dann abholen kann. Also nicht mehr wie eine E-Mail, die ja wie ein Brief im Prinzip funktioniert, sondern das ist jetzt so ein bisschen wie ein Postfach. Das Online-Portal mit dem Webservice ist das Postfach, zu dem ich hingehe und mit Inhalte abhole. So in etwa könnte man das mal grob gesagt formulieren. Und ja, da muss eben zum Beispiel beschrieben werden, hey, lieber Marktpartner, ich fordere dich auf, jetzt über AS4 mit mir zu kommunizieren. Also wenn beide Seiten technisch soweit sind, gibt es dann einen Use Case, sage ich mal, einen Ansatz, mit dem ich sagen kann, hey, liebe Marktpartner-ID so und so, wir sind die Marktpartner-ID bla bla und wir hätten jetzt gerne die Möglichkeit, über AS4 miteinander zu kommunizieren. Dann macht man so einen Trigger praktisch, diese Aufforderung und wenn das dann positiv bestätigt wird, dann kann man das machen. So, darauf wird also geantwortet. Und dann Konsequenz, ne? Wenn aufgefordert wird, dann gibt es eine gewisse Zeit, in der man darauf antworten kann, wo man das Ganze umstellen muss, ne? So, Werktag, frühestens nach 5 Werktagen nochmal dran erinnern, etc. Bei Störungen folgendermaßen damit umgehen und so weiter. So, Fristen. Innerhalb von 6 Wochen sollen alle Marktpartner die Kommunikation umgestellt haben, indem sie nachher die Kommunikation mit allen Marktpartnern entsprechend hier darauf umgestellt haben. So, in den ersten 2 Wochen soll diese initiierende Nachricht nur von Netzbetreibern und BICOs geschickt werden. Danach, also nach diesen 2 Wochen, innerhalb des nächsten Monats, dann alle weiteren. Und nach dem halben Jahr, na, das ist dann praktisch bis zum April 24, müssen alle praktisch nur noch mit AS4 kommunizieren. Das ist hier der Plan.
schlanke 6 Seiten. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ist erstmal im weitestgehenden plausibel. Mal schauen, ob es hier noch sinnvolle Anmerkungen gibt, die dann von der Branche kommen und mit eingearbeitet werden. Aber im Großen und Ganzen ist das hier eine schlanke Planung, wie die Umstellung zu laufen hat. Und dann gibt es noch 43 Seiten, Regelungen und so weiter. Schauen wir mal durch. So, da kann man hier erstmal reinschauen. Regelungsumfang, ne? Also erstmal so allgemeine einleitende Worte. Hey, initialer Austausch, ich würde gerne AS4 nehmen und hier hat sich irgendwas geändert bei unserem Webservice. Wir melden das dementsprechend an. Die Public Key Infrastructure der Smart Metering Infrastruktur, wo dann praktisch die Zertifikate, die ich als, ich sag mal, Unterschrift nutze, zur Zertifizierung, dass ich auch wirklich Absender bin und du auch wirklich Empfänger bist. Die werden darüber praktisch zertifiziert, die werden darüber authentifiziert. Wie das zu laufen hat und was man dann eben so macht, ne? Also testen, wechseln, dann auch wirklich durchführen und wie darauf zu antworten ist, das sind hier die ersten 13 Seiten. Und dann kommt man zum eigentlichen Inhalt. Man kann sich das wirklich anschauen, die ersten 13 Seiten. Wer sich technisch damit auseinandersetzen muss, lest euch das ruhig mal durch oder fliegt mal drüber. Ne? So, Bekanntmachung, ich melde jetzt also an, dass ich das gerne tun will. Initialer Austausch, da müssen dann über die URLs praktisch hier Zertifikate, Abrufe möglich gemacht werden und dann die ersten Informationen ausgetauscht werden, ne? Kommunikationsparameter. Aber der Austausch der Kontaktparameter kann nach erstmaliger Kontaktaufnahme auch per Telefon oder E-Mail erfolgen, finde ich super, weil wenn es hier um Digitalisierung geht, dass man das auch nochmal so machen möchte. Naja, Übertragungsweg, ne, AS4-Profil des BDW, das ist dann das, was auf den Seiten 14 bis 43 hier in diesem Dokument zu finden ist. Kommunikationsregeln, ne, am Ende 1:1 Kommunikation, wie wir sie kennen, nur eben jetzt nicht mehr per E-Mail-Anhang, sondern per Webservice, wie gesagt, Postfach, bei dem ich was abhole. Zertifikate über Smart Meter, Public Key Infrastructure und dort die Certificate Policy, die da rund um das BSI sowieso schon veröffentlicht ist. Ihr werdet das also kennen, wenn ihr im Zweifel schon hier drüber arbeiten müsst. Nichts Neues. Vertrauensdiensteanbieter, ne, die CAs, Certificate Authorities, meine ich heißt das, sind also diese Dienstleister, die sicherstellen, dass diese Infrastructure hier funktioniert und dass das eben alles korrekt läuft. Am Ende, ne, wenn dann irgendwann mal diese Zertifikate ablaufen, das kennen wir auch von der Webseitenverschlüsselung, ne, hier oben dieses SSL, dann muss ich vorher, mindestens 2 Wochen vorher, das meine Marktpartner schon gemeldet haben und dann kann eben ohne Pause hier auch weiterhin verschlüsselt kommuniziert werden. Rückruf, wenn wir das Zertifikat nicht mehr sicher betreiben können über die Dienstleister. Und dann noch so ein paar weitere allgemeine Infos, wie das alles zu laufen hat. Hier die genauere technische Beschreibung von AS4. Übertragungsweg wechseln. Ne? Wie am Ende haben wir das schon mal beschrieben. Einmal testen, melden, dass wir es wollen und dann erfolgreich dauerhaft so durchführen. Austausch, Response Code über diese Non-Repudiation Receipts. Das sind praktisch, ne, Zustellquittungen, die sagen, eingegangen oder nicht erfolgreich umgesetzt eingegangen. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie wir das Prinzip ja von der Control kennen im Edifact. Das ist auch sowas wie eine Eingangsbestätigung. Und diese NRRs sind praktisch die Eingangsbestätigung, könnte man sagen, des Übertragungsweges. Das hat noch nichts mit dem Inhalt zu tun. Also dieses NRR sagt erstmal, ja, die Kommunikation funktioniert. Die Kommunikation beinhaltet dann zum Beispiel eine UTLMD und diese bekommt trotzdem eine Control. Na, das sind 2 verschiedene Ebenen von Infrastruktur hier. Dieses AS4 ist wirklich nur der Übertragungsweg wie früher die E-Mail. In der E-Mail war ja trotzdem der Anhang eine UTLMD und dann eine Control zum Beispiel. Das ist also der Weg der Kommunikation. Und dieses AS4, dieser Webservice, ist auch einfach nur der Weg der Kommunikation. Und dementsprechend sind diese NRRs wie die technische Eingangsbestätigung und dann nachher die Control, die nächste Stufe, die inhaltliche Eingangsbestätigung. So könnte man das ungefähr sich vorstellen. Wir wollen es ja bewusst nicht technisch korrekt machen, sondern wir wollen das hier einfach verständlich machen. Wer sich damit technisch auseinandersetzen will, muss sowieso ein bisschen Ahnung von weiteren IT-technischen Rahmenbedingungen in der Verschlüsselung haben. Von daher, das will ich hier ja gar nicht erklären. Ich will einordnen, was das hier alles bedeutet. Ja, genau. Also, dann was, wenn irgendwas nicht ganz richtig läuft, ne? Zertifikat gesperrt oder ungültig und noch kein gültiges Nachfolgezertifikat, dann darf hier nicht mehr verarbeitet werden. Dann tun wir so, als hätten wir keine UTMD bekommen. Dann brauchen wir die nicht und dürfen wir die auch nicht umsetzen.
So, und so weiter und so fort. Also hier gibt es Abstufungen, wie das alles zu laufen hat. Dann Konsequenz bei Nichteinhaltung. Das heißt zum Beispiel, wir haben als Absender was falsch gemacht oder der Empfänger hat was falsch gemacht. Dann wird hier im Großen und Ganzen gesagt, hey, dann tun wir alle so, als wäre diese Nachricht niemals versendet worden und der Inhalt ist damit nicht umgesetzt. Das kann hier und da auch wirklich sehr schade und schmerzhaft sein. Von daher immer dafür sorgen, dass alles ordentlich signiert ist und so weiter. Sonst steht nämlich hier, ne, Empfänger ist berechtigt, die Verarbeitung zu verweigern. So, dann müssen wir es nicht machen. Alles klar. Also, das ist ein interessantes Dokument. Auf diesen ersten 13 Seiten wird beschrieben, wie hier nun also diese Einführung im Großen und Ganzen zu laufen hat. Und dann kommt das AS4-Profil und hier wird es dann sehr, sehr technisch. Ne? Also hier ab Seite 14, 15 seht ihr dann die Rahmenbedingungen, wie diese AS4-Kommunikation nachher zu laufen hat. Und ich scroll da einfach nochmal ein bisschen durch. Ne? Also hier wird dann wirklich auf technische Regelwerke weiter noch verwiesen. Also wenn ihr in der direkten Datenaustauschkommunikation sitzt, dann ist das für euch auf jeden Fall interessant. Wenn ihr euch nur so im Großen und Ganzen mit dem Übertragungsweg auseinandersetzen wollt, reicht es, dass ihr verstanden habt, dass AS4 am Ende des Tages nur dieser Übertragungsweg ist, der bisher per E-Mail war und in Zukunft per Webservice, wo ich mich praktisch einlogge, zertifiziere, authentifiziere und sage, hey, ich darf diese Nachrichten haben und dann hole ich mir die ab. Wie als würde ich zum Postfach gehen und mit einem Schlüssel das Ganze aufschließen und meine Inhalte rausholen. So, wie gesagt, das ist sehr, sehr technisch, diese weiteren 30 Seiten hier. Guckt euch das nur an, wenn euch das wirklich interessiert. Wenn ihr dazu Meinung habt, wenn ihr dazu Erkenntnisse habt. Wie gesagt, bis zum 24. Juni läuft hier noch die Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben. Danach nicht mehr. Danach ist es auch schon langsam sicher soweit. Ne? Zum 1.7. soll ja dann diese Planungsprojektphase laufen, wo dann jeder Marktteilnehmer genau einen Projektplan aufzustellen hat, wie die Umstellung in die nächsten Jahre dann umzusetzen ist. Muss jeder machen und wird auch teilweise natürlich geprüft durch Bundesnetzagentur und Co. Von daher macht das. Und wie gesagt, dann kommt ja langsam sicher der Übergang, ne, Testphase, Übergangsphase und dann Wirkbetrieb. Das muss dann laufen, weil das ist dann nachher der Weg, wie ausschließlich jeder Prozess der Energiewirtschaft zu laufen ist, zu übertragen ist. Ne, und das ist dementsprechend wichtig. Okay, habt ihr Anmerkungen, Fragen und Ähnliches zu diesen Themen, dann gerne also unten mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie immer, wir werden dazu noch mehr machen. Wir werden mal schauen, was hier noch veröffentlicht wird und dann, wenn in Richtung Juli hier mehr Erkenntnisse dann auch da sind, was die finale Umsetzung ist, werden wir hier nochmal drüber sprechen und vielleicht ein bisschen genauer darauf eingehen, wie das konkret funktioniert, auch mit diesen, ich sag mal, zwei Ebenen. Hier einmal Übertragungsweg und dann nachher inhaltliche Dokumente. Das machen wir dann nochmal, okay? Like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Geht auf unser Lernportal n1.de, damit ihr auch da nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.